Herr Wittmer, Sie sind Leiter Betrieb von der VBZ. Herr Baumann, Sie sind Leiter Markt von der VBZ. Jetzt haben Sie momentan gerade das Feedback bekommen von Ihrer Kundschaft. Es hat nämlich eine grosse Umfrage gegeben. Was ist das Wichtigste? Was ist das Wichtigste Fazit? Also, wir sind sehr zufrieden mit dem Resultat, das wir bekommen haben. Wir haben uns eigentlich wieder können steigern in den Aufgaben von den Marktaufgaben, also dass wir eigentlich beim Kunden sehr gut ankommen mit der Leistung, die wir parat stellen. Und ich denke auch Komplimente an unsere Fahrerinnen und Fahrer, die wiederum sehr gut abgeschlossen haben mit 77 Punkten, also gleich wie das letzte Mal. Aber ich denke, dass unter den geänderten Bedingungen, die wir haben, auch im Strassenraum und den Anforderungen, die generell bestehen, eigentlich sehr gutes Resultat. Und da sind wir auch stolz drauf, auf unsere Mitarbeitenden natürlich. Seit wie vielen Jahren haben Sie jedes Jahr ein besseres Resultat? Das ist seit dem 2002. Haben Sie jedes Jahr ein besseres Resultat? Haben Sie also nicht alle zwei Jahre. Haben Sie nicht manchmal ein bisschen Angst, dass Sie es mal umkehren könnten, den Trend? Wir haben einen gewissen Respekt gehabt, natürlich. Also wenn man hoch oben ist, dann ist man hoch oben, dann kann man auch eher fallen, natürlich. Das ist logisch. Aber ja, wir haben es wieder geschafft und ich denke, ja, sind wir sehr froh darum. Ja. Jetzt hat der öffentliche Verkehr in der Schweiz generell ein gutes Image, wenn man es ein bisschen benchmarkmässig, also vergleichend würde anschauen. Gibt es andere öffentliche Transportunternehmen, die gleich untersucht worden sind, dass man schauen könnte, wo dort die VBZ steht? Da gibt es einige, ja. Also unter anderem Basel ist eine. Und Basel ist ja ein bisschen vergleichbar von der Stadt her auch, relativ eine eng gebaute Stadt, eine dichte Stadt. Und wir sind dort eigentlich genau auf gleichem Niveau wie Basel im Moment. Und innerhalb des Kantons wird der ganze Zürcher Verkehrsverbund erhoben? Ja, innerhalb des Zürcher Verkehrsverbunds sind wir auf dem Podestplatz. Also das Nummer 1. Könnte man sagen. Wir wollen das Nummer 1 sein, aber wir sind es da ja nicht gewesen. Können Sie mir noch schnell erklären, wie wird die Studie eigentlich erhoben? Also wie findet man überhaupt heraus, was Kunden findet? Das findet alle zwei Jahre statt. Das ist der ZVV, der Fragebögen den Fahrgästen verteilen. Und da sind noch recht umfassende Fragebögen. Die Fahrgäste können entsprechend sich bereit erklären, dass sie das machen. Kommen ein kleines Goodie für das über. Dann entsprechend die Zahlen respektive die Felder ankreuzen und das entsprechend retournieren. Und so werden eigentlich alle zwei Jahre die Zahlen ermittelt. Und dann gibt es auch eine Gewichtung, die dazu kommt. Also der Fahrgast zeigt eigentlich, welchen Teil, sei Sicherheit oder Verkaufsstellen, der Fahrkomfort etc., wie wichtig das ihm das ist in dieser ganzen Umfrage. Und das kann natürlich alle zwei Jahre das entsprechend ändern, je nachdem, wie gerade so die aktuelle Stimmungslage ist. Etwas vom Verblüffendsten habe ich gefunden, dass offenbar die Fahrgäste als wichtigste Kriterium anschauen, die bedienten Verkaufsstellen. Können Sie sich das erklären, warum das so wichtig ist? Ja, ich denke, die bedienten Verkaufsstellen ist natürlich der persönliche Kontakt mit dem öffentlichen Verkehr. Das ist natürlich so. Ist auch ganz wichtig, dass ich dort gut beraten werde, dass ich dort das Richtige überkomme natürlich. Ist auch eine Frage vom Preis natürlich. Und, von dort her sicher sehr wichtig, aber es nimmt immer mehr zu, also die Bedeutung der Verkaufsstellen. Und ich gehe auch davon aus, oder ich interpretiere es auch so, dass natürlich auch die Gefahr von der Schliessungen der Verkaufsstellen beim Kunden höhere Sensibilität auslösen. Man sagt, ja, das ist ein bisschen heikel, ich verliere da meine persönlichen Ansprechpartner. Und ich denke, das ist ein Teil von dieser ganzen Bewertung. Also man könnte sagen, der Kunde tut eigentlich sozusagen strategisch gewichten, um sein Votum abzugeben, dass man gerne bediente Verkaufsstellen weiterhin hätte. Was wichtig ist, richtig, ja. Ich denke, das gehört dazu. Ja. Dass schlussendlich der Kunde dort votet, was er schlussendlich erwartet tut und dass ihm eine Stimme abgeht, ein ganz wichtiges Instrument. Ja. Ist das auch der Grund, warum dort haben Sie ein bisschen verloren im Bereich? Ist das der Grund, dass Sie dort verloren haben? Oder kann man sich erklären, warum Sie dort schlechter sind? Bei den Verkaufsstellen können wir uns noch nicht so recht vorstellen, weil ich denke, das ist wirklich ein Thema, das nehmen wir sehr ernst und wir können es dort noch nicht klar sagen, was es ist. Also wir haben mehr Umsatz gehabt, wir haben auch mehr Kunden gehabt, ob das allenfalls zu tun hat, weil ein Faktor ist auch Wartezeiten natürlich, ob das zu tun hat mit dem, dass Kunden das Gefühl haben, ja, ich muss länger warten und dann nimmt es ab. Aber ich denke, da lohnt es sich auch nicht zu tun und das werden wir natürlich noch machen.
Der Alm der Tolken im Rheinheft, muss man sagen, ist bei Reklamationen vor Ort, haben sie nur notemässig. Jetzt erst mal gefragt, was ist damit genau gemeint? Was ist Reklamation vor Ort? Das ist eigentlich dort, wo der Kunde im Moment gerade ist. Also das ist vielfach beim Fahrer selber oder bei der Fahrerin. Also wenn Kontrolleur, sagen genau, wir. Oder auch beim, bei dem Mitarbeiter, ja, genau, wo eigentlich Fahrausweis kontrolliert, dort eine Anfrage oder eine Kundenreaktion deponiert und die nicht so bearbeitet wird, wie der Kunde erwartet, dann gibt es eigentlich natürlich eigentlich Minuspunkte. Haben Sie dort eine Erklärung, was das Problem ist? Ich denke, es ist oft so, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor Ort die Informationen gar nicht haben, um das entsprechend dem Fahrgast auch so weiterzugeben. Und dass das natürlich eine Schwierigkeit ist, so in dieser komplexen Situation eigentlich die Erklärung dort zu geben und dass das dann nicht immer befriedigend gemacht werden kann. Und von dort ist sicher die Reklamation, die man eigentlich via ZVV Contact kann per E-Mail machen, sicher es effizienter, weil dort schlussendlich dann auch die Möglichkeit besteht, um das wirklich tiefgründig auch dem nachzugehen, was das jetzt die Gründe gewesen sind und das einfach wirklich besser können zu erklären. Das heisst, man kann eigentlich dort strukturell gar nicht anders machen? Ich denke, es ist relativ schwierig, da etwas zu machen, weil die Informationen einfach schlicht und einfach oft nicht verfügbar sind. Sind die Mitarbeiter angewiesen, dass sie das Kunden, also kommunizieren und sagen, ich kann die Frage nicht beantworten, man müsste das über, ich weiß nicht, das Internet machen. Sie sind grundsätzlich angewiesen darauf, ja. Einerseits zuerst natürlich, dass sie entsprechend Auskunft geben und wenn sie können weiterhelfen, über ZVV-Kontakt verweisen. Ja. Also sie haben eigentlich auch Visitenkärtchen dabei, wo sie bekommen können, die Hand drücken und sagen, das sind Koordinaten, wo sie sich können melden können. Wir sind im Moment aber dran, Massnahmen zu entwickeln, um dort noch weiterzukommen, betreffend den Kundenreaktionen vor Ort. Und das wird im Laufe des 2013 dann umgesetzt werden. Und da gehen wir eigentlich davon aus, dass wir dort auch bei unseren Fahrerinnen und Fahrern und bei den Mitarbeitern, bei den Übrigen, noch etwas auslösen können natürlich. Also auch dort noch mehr auch Sensibilität mal hinschauen, probieren und so natürlich weiterzukommen. Aber ich denke, grundsätzlich ist es schon so, dass natürlich ein ZVV-Kontakt, der eigentlich auch für das eigentlich parat ist, wo empfänglich ist für das, eigentlich der bessere Ort ist, weder eben, wenn Sie sich vorstellen, ein Fahrer oder ein Fahrer in einer Wendeschleife, der 5 Minuten Aufenthalt hat, nachher eigentlich ein Thema muss behandeln, wo vielleicht eben auch gewisse Grundlagen fehlen. Außer dem einen Punkt, über die direkte Reklamation, haben Sie nur gut oder sehr gut, was macht am meisten Freude? Für mich natürlich, weil unsere Fahrerinnen und Fahrer beurteilt worden sind. Also das macht dort besonders Freude. Ich denke, es ist toll zu hören und dass sie das Feedback bekommen, dass sie eine tolle Leistung machen, dass das geschätzt wird, dass die Fahrgäste das wirklich auch aufnehmen können. Obwohl man oft den Fahrer eigentlich hinter diesen Plexiglasscheiben hat. Und man sitzt hier, steigt wieder raus und trotzdem, dass man das wahrnimmt, was da unser Personal eigentlich jeden Tag arbeiten tut. Ich denke, das ist eine ganz tolle Sache. Sonst noch ein Punkt, den Sie wichtig finden? Ja, es sind eigentlich zwei. Also die Sicherheit natürlich. Ich denke, das ist ganz ein wesentlicher Punkt im öffentlichen Verkehr. Da empfinden Kunden eigentlich sehr gut im Laufe des Tages, auch zur Nacht ab den 9. Das ist natürlich speziell gut, das freut uns. Und Netzqualität, also das ist eigentlich unser Job, möglichst ein gutes Angebot zu machen in der Stadt Zürich, kommen wir sehr gut weg. Also eben örtliche Verfügbarkeit, kurze Haltestellendistanzen, kurze Zuwege und natürlich der 7,5-Minuten-Takt, der halt einfach sehr stark gelobt wird und was darum geht, nicht auf den Fahrplan zu schauen, an die Haltestelle laufen, dann wird die bedient. Das ist natürlich die grosse Qualität auf dem VBZ-Netz. Jetzt im Licht von dieser Studie, was sind die Herausforderungen für die Zukunft, die Sie sehen? Also ich denke, wir haben in den letzten 12 Jahren laufend eine Steigerung bekommen in diesen Kundenumfragen. Und um das auf dem hohen Niveau zu halten oder allenfalls sogar noch weiter auszubauen, da denke ich, da darf man nicht sitzen bleiben, sondern wir müssen Massnahmen unternehmen. Wir machen jetzt die Analyse machen von diesen Umfrageresultaten und werden da wirklich dort Massnahmen zusammenstellen, um das Resultat weiterhin zu verbessern. Kann man das noch ein bisschen konkreter sagen, was das heisst?
Ja, das können wir sicher. Also, ich denke, wir arbeiten auch mit den Fahrerinnen und Fahrern selbstverständlich weiter. Ich denke, das ist einfach wirklich das Wesentliche. So wie sie wahrgenommen werden, draussen, sind das einfach Gastgeber und dort muss es funktionieren. Das ist aus meiner Sicht ein wesentlicher Punkt. Da werden wir arbeiten dran weiter. Wir sind auch überzeugt, dass wir es wert schaffen, dort auch noch weiterzukommen, weil unsere Mitarbeiter schaue ich als sehr kooperativ und interessiert, da guten Service zu bieten. Selbstverständlich werden wir auch am Netz natürlich weiterhin bauen. Also wir haben auch verschiedene Sachen gemacht bereits. Also eben die Linie 89 ist zum Beispiel ein Thema, wo man ausbauen hat auf eine ganz normale Linie. Also Fahrbahnausdehnung eigentlich von 2 Uhr um 9 Uhr bis um 12:30 Uhr, am Sonntag eigentlich den ganzen Tag unterwegs. Wir haben auf der Linie 33 ein Fahrzeug können nie schieben im Laufe des Tages, weil die Verspätungen zu gross gewesen sind. Das sind vielleicht die feinen Themen von der Optimierung und von der Qualitätsoptimierung. Aber der Kunde nimmt das natürlich wahr. Also wenn er an einem anderen Ort 2 Minuten weniger lang steht, dann mit dem 89er eben am Samstag bis zum Abend, bis Ladenschluss in Ziel City kann ich einkaufen, dann ist das Qualität. Und das ist für uns ganz wichtig. Auch das Thema Anschlusssicherung. Wir haben seit dem 12 Uhr, seit Anfang 12 haben wir eigentlich auf dem Leitsystem die Möglichkeit, die Anschlüsse wirklich sauber, systematisch auszuwerten, nicht mehr gefühlsmässig und so weiter. Also Anschluss heisst, wenn man will, Strom? Das heisst, ja, eigentlich der Anschluss von einer Linie auf die andere. Und das haben wir vor allem in der Agglomeration jetzt gemacht, also in den Gebieten, wo wir tätig sind, Glattal und Limmatal. Weil dort ist es eigentlich entscheidend, dass wenn Sie am Bahnhof ankommen, dass der Bus noch dort ist mit der S-Bahn, oder dass wenn Sie mit dem Bus ankommen, dass dann die S-Bahn eigentlich natürlich auch noch dort ist, wenn Sie aufs Perron kommen. Weil das sind ja teilweise Viertelstundentakt, Halbstundentakt. Dann ist das ein Teil von der Reisekette und ist ein Teil von der Reisezeit natürlich. Das haben wir abgeschlossen jetzt Ende 12. Das haben wir auf sehr gutem Niveau. Und im 13. werden wir uns eigentlich um die Stadt Zürich kümmern, wo es sicher für den Fahrgast ein bisschen weniger wichtig ist, weil alle 7,5 Minuten haben sie sowieso ein Fahrzeug, dann ist das eigentlich nicht so problematisch. Aber auch dort gibt es natürlich so neuralgische Punkte, wo man sagt, da wollen wir einfach, dass wenn der Kunde ankommt, dass ich davon ausgehen kann, wenn ich einen Anschluss habe im Fahrplan, dass der funktioniert. Da werden wir dran arbeiten. Und selbstverständlich die Netzentwicklung 2030, wo dann der Grosswurf ist, wo dann natürlich weitere Angebote auf den Markt bringen und natürlich eigentlich die Zukunft sichern. Wenn man so ein kleines Fazit zieht von diesem Jahr, jetzt abgesehen von der neuen Linie, die Sie eingeführt haben, in den Medien sind Sie zum Teil recht hart kritisiert worden. Die Umfrage ist eigentlich ein gegenteiliges Bild. Die Leute sind sehr zufrieden. Wieso ist das so? Was bedeutet das? Wir haben die Kundensicht, wo die Fahrleistungen und die Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beurteilen. Und ich denke, dort ist wirklich die Gastfreundlichkeit, die wird sehr geschätzt. Sicher wie Fahren wird sehr geschätzt. Auch noch einmal die Türen auftun nach Möglichkeit, dass man dort eigentlich sehr gute Resultate erzielen kann. Dann auf der anderen Seite sind die Thematiken, wo es um die Befindlichkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geht, wo auch Sozialpartnerschaften drin spielen. Und dort, denke ich, haben wir gewisse Kritik einstecken. Aber ich denke, das nehmen wir auf. Wir haben Gespräche angefangen und sind dort eigentlich mittendrin. Und ich gehe davon wirklich aus, dass wir da gute Lösungen finden können und wirklich da versöhnliche, gute Lösungen und Massnahmen entsprechend treffen können. Vielen Dank.